RTV Vorarlberg. Aktuell. Nicht jeder Mensch ist hoch erfreut vom Händedruck zur Grippezeit. Denn dabei wird, so hört man sagen, so mancher Virus übertragen. Und damit sind wir schon mittendrin im heutigen Thema. Denn gerade jetzt in diesen Tagen grassiert leider viel zu oft und allerorts der sogenannte Grippevirus. Aus diesem Grund melden wir uns jetzt direkt aus dem Ärztehaus in Lustenau, um Sie zu informieren, wie Sie diesbezüglich am besten vorbeugen können. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit Allgemeinmediziner und Stadtarzt von Bregenz, Dr. Wilhelm Gruber. Er erläutert zunächst, was man sich denn unter einer sogenannten Influenza tatsächlich vorstellen muss. Also die Influenza ist eine schwerwiegende Viruserkrankung, die in ca. 600 bis 700 Fällen pro Jahr in Österreich zum Tod führt. Sprich, das ergibt eigentlich mehr Todesfälle im Rahmen einer Influenza-Welle als wie durch die Verkehrsunfälle. Die ersten Anzeichen sind eigentlich immer ein akutes Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, meist auch hohes Fieber, vielleicht ein trockener Husten. Das würde dazu führen, dass man eigentlich gleich einen Arzt aufsuchen sollte oder Bettruhe einhält. Der Unterschied ist dann der grippale Infekt, also die sogenannte Erkältungskrankheit. Fieber, Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Gliederschmerzen. Das ist aber eigentlich mit Vitamin C, mit Mexalen, mit Hühnersuppe zu therapieren, mit körperlicher Schonung natürlich, aber ist nicht zu vergleichen vom Gefährlichkeitsgrad her mit der Influenza. Und genau daher gilt es auch früh genug, die sogenannte Prävention einzuleiten. Vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, denn die Grippe kann vor allem für alte und geschwächte Menschen gefährlich werden, wenn man eben nicht früh genug vorbeugt. Das Virus wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion übertragen, also beim Husten, Niesen oder Sprechen. Aber auch durch Händeschütteln, Türklinken, Geldscheine und Ähnlichem können Grippeviren übertragen werden. Alleine schon darum wird auch generell die Grippeimpfung in Absprache mit Ihrem Hausarzt empfohlen. Nur, soll man sich überhaupt impfen lassen? Beziehungsweise, welche Voraussetzungen sind dann erforderlich? Also die Impfung wird eigentlich von den Impfexperten dringend empfohlen. Die Voraussetzungen sind so, dass man gesund sein sollte. Impfen sollte sich auf jeden Fall jeder lassen, der ein erhöhtes Gesundheitsrisiko aufweist, auch ältere Patienten, Patienten mit chronischen Erkrankungen. Man kann auch Kinder impfen ab dem zweiten Lebensjahr. Dafür gibt es einen eigenen Impfstoff, den man wie eine Nasenspray verabreichen kann. Also zur Verfügung steht ein eigenes Medikament gegen diese Viruserkrankung, wie das Tamiflu zum Beispiel. Das muss allerdings immer vom Gesundheitsministerium freigegeben werden, damit die Kassen die Kosten übernehmen. Also das Gesundheitsministerium entscheidet, wann diese Influenza-Krankheitsfälle vermehrt auftreten, sammelt alle Erkrankungsfälle in Österreich und gibt dann die Warnung heraus, dass eine Influenza-Gefahr besteht. Und damit werden auch die Kosten für die Medikation übernommen. Und darum, egal ob Influenza oder grippaler Effekt, sollte vor allem, wenn es um Vorbeugung geht, auch gehandelt werden. Denn Winterzeit ist Erkältungszeit. Und da klassische Erkältungen eher schleichend kommen, sagt schon der Volksmund, eine Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage und geht 3 Tage. Doch wie geht man vor, wenn trotz aller Vorsicht die ersten Anzeichen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Halsweh, Husten und Schnupfen bereits erkennbar sind? Was konkret rät diesbezüglich unser Mediziner?
Am besten ist, Mexalen zu nehmen, Vitamin C zu nehmen. Dabei sollte man auf die Dosierung achten. Also 2 Gramm pro Tag Vitamin C wäre zu empfehlen, laut internationalen Studien. Ansonsten eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Obst und Gemüse. Der beste Tipp ist eigentlich, gar nicht krank zu werden. Und wie macht man das? Indem man versucht, die Ansteckung zu vermeiden. Die Ansteckung erfolgt ja so, dass es entweder über Tröpfcheninfektion, also durch Niesen, durch Husten passiert, aber auch durch Händeschütteln. Also am besten ist, die Hände immer oder häufiger zu waschen wie sonst oder zu desinfizieren und erkrankten Personen eigentlich nicht die Hand zu geben. Damit ist der Ansteckungsweg unterbrochen. Auch wenn man ein bisschen Abstand hält zu Leuten, die vor sich hin husten, und man hat eine gute Wahrscheinlichkeit, gar nicht erst zu erkranken. Schützen Sie sich also vor Schnupfen, Husten und Heiserkeit, indem Sie früh genug vorbeugen, beispielsweise durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft oder die Möglichkeit, sich individuell bei Ihrem Hausarzt beraten zu lassen. Und sollte Sie bereits eine Erkältung erwischt haben, kurieren Sie diese bitte unbedingt aus, denn auch das schützt Ihr Immunsystem. Denn wie heißt es doch so schön, gar nicht krank ist auch nicht gesund. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und hier gleich die aktuellen Meldungen des Tages. Bildungslandesrätin Bernadette Mennel und Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser haben am Montagabend 15 heimische Lehrlinge geehrt, die erfolgreich an Bundeslehrlingswettbewerben teilgenommen haben. Das hervorragende Abschneiden bei den Wettbewerben unterstreiche den großen Stellenwert und die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung im Land, betont Bildungslandesrätin Mennel. Besonders die duale Ausbildung, in der Theorie und Praxis miteinander verbunden werden, wurde am gestrigen Abend gelobt. Erfolgsgarant und eine ideale Basis für die Zukunft. Vorarlberg ist so beliebt wie noch nie. Insgesamt wurden im Zeitraum Mai bis Oktober 1,22 Millionen Gäste und 3,98 Millionen Übernachtungen in Vorarlberg verbucht. Vor allem durch den deutlichen Nächtigungszuwachs bei Gästen aus Deutschland darf sich das Ländle über ein Rekordjahr freuen. Tourismusdirektor Schützinger blickt damit auch hoffnungsvoll auf den kommenden Winter, wo die Entwicklung des Tourismus ähnlich verlaufe wie im Sommer, meine er. 4 bislang unbekannte Jugendliche randalierten in der Nacht auf Dienstag im Bereich mehrerer Schulen in Bludenz. Bei der Volksschule Bludenz Mitte wurde die Wettersäule sowie ein Ampelknopf der dortigen Fußgängerampel beschädigt. Zudem wurde ein Plakat angezündet, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Der Eingangsbereich der Mittelschule Bludenz sowie Bereiche der Tourismusschulen Bludenz wurden beschmiert. Und auch in der Schillerstraße wurden mehrere Verkehrstafeln aus der Verankerung genommen und Müllcontainer umgeworfen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gute Informationen für Sie, immer top aktuell hier bei RTV Vorarlberg. Was folgt, ist der ausführliche Wetterbericht. Ich verabschiede mich im Namen von Redaktion und Technik, wünsche Ihnen eine gute Zeit und werden oder bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Heute Dienstag startete in den Bergen noch mit leichten Föhn. Eine neue Störung trifft uns am Nachmittag, die uns zum Abend hin etwas mildere Temperaturen und leichten Regen bringt. Der Mittwoch bleibt unbeständig und der Himmel stark bewölkt. Im Tagesverlauf ist mit dauernden Schauern und leichtem Schneefall bis in tiefere Lagen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 3 Grad. Auch am Donnerstag halten sich die dichten Wolken und es gibt kaum sonnige Abschnitte. Es ziehen immer wieder Schneeschauer durch. Am Freitag erwartet uns aus heutiger Sicht leichte Schneeschauer bei frostigen Temperaturen. Am Samstag gibt es nochmals letzte Schauer, vor allem in den Bergen. Die Sonne kommt teilweise zum Vorschein, aber es bleibt winterlich kalt. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.